Entscheidung mit dabei. Filip Subčić ist der eine, der andere ist dann Samuel Kolega. Billy Major aus 30. des ersten Durchganges wird er den zweiten eröffnen. Zwei Briten und zwei Belgier sind in der Entscheidung mit dabei. Audley Lee McGrath ganz ähnlich wie gestern. Für seine Verhältnisse ein bisschen früh im zweiten Durchgang schon an der Reihe. Wie gestern ein Fehler, der ihn weit zurückwarf. Danguinev dann der erste der fünf Schweizer, Loic Meillard der zweite. Und mit Alex Finazzer geht dann dieser zweite Durchgang in die Halbzeitpause gewissermaßen, bevor die zweiten 15 dann die Entscheidung in Angriff nehmen mit Ramon Senhäusen. Der ist gesundheitlich angeschlagen. Der Rücken, der macht keine größeren Probleme mehr. Das hat man medizinisch in den Griff gekriegt. Aber Senhäusen ist erkältet und war sichtlich geschwächt. Das war nicht von der Hand zu weisen im ersten Durchgang. Lino Strasser hat alle überzeugt. Auch die Konkurrenz zum Beispiel. Clément Noël hat sich den Lauf des Deutschen angeschaut. Hat er sein Karrierebestergebnis unterboten in dieser Saison. Jetzt eröffnet er den zweiten Lauf von Palisades Tahoe. Wir werden in der Falllinie. Jetzt kommt hier der Längsschwung. Ja, so circa. Genau so etwas. Aber muss man den verkehrt? Oh, der andere rutscht. Billy Major weg und ist draußen. Ein bisschen speziell schauen wir bei Sam Mazin, der gestern so stark gefahren ist und mit Rang 11 im Riesen sein Karrierebestergebnis egalisiert hat. Mehr Tempo drin, engere Distanzen, das ist die nächste Sache. So, jetzt kommen wir wieder da zur Banano. Banano, Wendy. Locker. Und jetzt kommt da unten eben die Dreiervertikale, die aussieht wie eine Banano. Längenschwung, tak, tak. Locker, tipptopp. So sind, glaube ich, alle gescheiter geworden, eurem Start. Aber Pavel Grasisch ist ein bisschen als legitimer Erbe des großen Ante Kostelic, der sich immer mal wieder irgendwelche Besonderheiten in seiner Kurssetzung hat einfallen lassen. Ja, da interessant, sehr Drehung gewesen. Wie lange kurze Distanzen sind, ja, schauen wieder am Tor dran zu bleiben. Gibt es keine andere Variante heute. Österreich. Deren sechs und der erste dieser sechs, das ist Adrian Pertl. Oben etwas viel Zeitverlust und dann ein weiter Bogen. Das ist alles kein Problem. Und wir haben ein bisschen die Recherche gemacht. Also, warum sind die Schweizer im ersten Lauf nicht so auf die Tour gekommen? Die haben vergessen, den Gang zu wechseln und sind mit dem Steilhanggefühl ins Flache drin gefahren. Und da geht es ganz klar darum, dass man die Handbremse und das Leso direkt auf die Tore und alles auf die Zugtour fahren. Und das probiert jetzt der Pertl schon radikal da. Und es gelingt ihm nach einem Fehlstart in diesem zweiten Durchgang immer besser. Hat am Ende eine stattliche Differenz zwischen sich. Und im zweiten Tor bräuchte das äußere Tor, das ist klar, weil das ist Reglement. Das ist wie hier jetzt, das erste Tor bräuchte euch das äußere Tor. Und die Figuren brauchen euch alle äußere Tor. Ansonsten werden ja im Slalom seit einer Weile nur noch einzelne Tore gesetzt. Anders als beispielsweise im Riesenslalom. Adler Lee McGrath, Mission Aufholjagd, er in dieser Kombination drin. Ja, die probieren das schön, von hinten zu kommen, das erste Tor ignorieren und nachher noch am zweiten zu sein. Und hier jetzt erst attackieren und das zweite in Ruhe lassen. Gestern hat es nach dem missglückten ersten Durchgang mit der Aufholjagd funktioniert. 15 Ränge hat er gut gemacht, von 28 auf 13. Hier legt er im dritten Abschnitt eine richtig starke Fahrt hin. So, die letzte Kombination. Oh, hat da viel Tempo. Hat viel Tempo, letzter Sektor gleich schnell wie Pertl, am Ende deutliche Führung und naja, wir wollen Didier Küss Leistungen auch in diesem Bereich keinesfalls schmälern. Stefano Gross. Ich würde sagen, zum Glück ist er kein Slalomfahrer gewesen, sonst hätte er den Flit nie entdeckt. Er hätte es auch mit dem Slalom-Ski hingekriegt, da bin ich mir sicher. Erste Zwischenzeit, Gross hat ein bisschen was rausgeholt. Dann
Diese schräg gesetzte Vertikale hat ganz seltsam ausgesehen. Beim Blick auf die Piste ist zum Fahren überhaupt keine Schwierigkeit. Ja, der Gang kann umschalten hier. Der ist vor sehen, wie man Bertl, man kann da leicht in den Rücklag fahren, ist weniger Kurve drin als im ersten Lauf. Also jetzt darf man sich ein bisschen Spoiler begeben, ein bisschen hinten an drei hangen. Der darf in den ersten 30 starten, würde, wenn das nicht klappen würde, auch ohne allzu großen Unterschied knapp hinter den 30 ins Rennen gehen können. Aber klar, es zeigt, dass er auch im Slalom zu den besten Athleten der Welt gehört. Ausgezeichneter Start. Ui. Auf dem Lauf des kroatischen Trainers. Er hat jetzt recht Tempo draus genommen, aber dass er eng bleiben kann. Das steht mir jetzt in der Linie recht gut. Oi, oi, oi. Ja, gell, wenn du so einen hast, der so explosiv ist und du gibst mal engere Distanzen, dann kann der natürlich zwischendrin springen wie ein Hase. Ja, also der steht schon hinten auf dem Ski. Bringt aber nicht mehr allzu viel seines eins großen Vorsprungs in den letzten Sektor. Hat er auch da den Gang vergessen, oben noch von der Handbremse zu lesen, bis ins Ziel? Am Ende fehlen 200 Sekunden auf einer Strecke, die ja kompakt ist, die mit viel Wasser präpariert worden ist. Die ist nicht pickelhart, wird markiert sein, also eine frühe Nummer in diesem zweiten Durchgang. Wie so oft sicher ein Vorteil. Ist recht früh dran. Ist recht früh dran in der Auslesung. So, jetzt, das so, was Theo gefordert ist, wurde, dass man flach auf viel mehr das Lad gehen. Also nur so viel Kurve wie nötig. Gelingt Anginev nicht ganz so gut wie Adlely Matras. Eine ganz solide Vorstellung. Position 4 ist es im Moment. Es ist halt gleich ein Weg, ein Prozess. Das US-Publikum schaut noch gerade nicht voraus zu Johannes Strolz. Es erwartet jetzt die Fahrt des einzigen US-Amerikaners in diesem zweiten Durchgang. Jeff Seymour. Dreimal hat er bisher in seiner Karriere Weltcup-Punkte gewinnen können. Und er legt gut los. Ja, er probiert ein Gelingen zu fahren. Schau, dass er frühzeitig ist mit dem Schwung auf die Bühne, dass er nicht spät wird in den Tor. Es ist immer ein Mühen am Tor jetzt mit Druck. In diesem nicht mehr so steilen letzten Sektor auf einer ziemlich direkten Kurssetzung verliert Seymour an sich nicht viel. Muss sich aber McGrath und Subcic geschlagen geben. Was ist der vierte Ranggewinn für den immer noch führenden Norweger in diesem zweiten Durchgang? Fuhr er auch mit hoher Nummer in den zweiten Durchgang, schied dann aus. Er ist gleich wieder ein Vierwehrläufer. Also man muss wirklich vom ersten Tor an die Bereitschaft haben, die Ski in der Falllinie zu behalten. Und dann zaubert Joshua Sturm und vermutlich hat er einen gefädelt, deshalb bricht vor. Da fährt er unter dem Blau drunter durch. Ach so, er ist um die beiden Tore rum, also nicht eingefädelt, sondern eigentlich ein Torfehler. Torfehler, ja genau. Ach herrje. Müsste ja da durch diese Torlinie blau-blau müsste er durchfahren. Moni seine ersten Weltcup-Punkte. Tobias Kastlunger, nächster italienischer Slalom. Crack. Dreimal in die Punkte gefahren bisher in diesem Winter. Zuletzt in Wengen, danach hat es keine Punkte mehr gegeben. Also nach gutem Saisonstart hat es nicht mehr funktioniert. Ich habe jetzt Luft gegeben, im ersten Tor. Flo Dengsi. Und dann das ist auch er draußen. Ja, müssen wir uns noch mal anschauen. Er fährt das wirklich als die Vertikale. Er will oben ja, das. Ah je. Also das gute Velo hat er jetzt. Hunger ist der 99er. Und Billy Major, der erste, der ausgeschieden ist, ein 96er. Der nächste Kroat ist unterwegs, Samuel Kollega.
unvergessen sein Auftritt in Adelboden. Sechster geworden. Karriere, Bestresultat. Startet exakt gleich schnell wie Adley McGrath. Wie macht er das hier? Ja, man sieht, wie das trainiert. Er, eng, eng. Lass dich austragen. Die Kroaten kommen auf dieser kroatischen Kurssetzung bestens zurecht. Subcic ja nur diese 200stel hinter dem führenden Adlerli McGrath. Der Vorsprung von Kollega, der hat jetzt allerdings um die Hälfte abgenommen. Und das wird knapp. Es reicht um 1500stel Sekunden. Dieses Rennen hat einen neuen Führenden. Und es hat im Moment zwei Kroaten auf den ersten drei Positionen geworden ist. Und das erste bulgarische Weltcup-Podest seit Madonna 1984 und dem dritten Rang dort durch Petar Popangelov herausgefahren hat. Vierte Sekunde Vorsprung beim Start. Bei der ersten Zwischenzeit eine zehnte Sekunde rausgeholt. Sehr gut unterwegs. Vor einem Jahr hat er von der Kurssetzung seines Trainers dermaßen profitiert und sich im zweiten Durchgang auf diesen dritten Rang nach vorne verbessert. Ja, das Hundertstel zu sehen ist schwierig. Eigentlich unmöglich. Gewisse Spurrillen können schon die eine oder andere Hundertstelsekunde kosten. Und obwohl Popov wenig verliert, nur 0,21. Johannes Strotz, der Olympia-Silbermedaillengewinner in dieser Disziplin, Slalom 18. nach dem ersten Durchgang. Das ist eigentlich vom psychologischen Anspruch her genau gleich wie Tanginev. Das hat jetzt eher etwas zögerlich ausgesehen. Ja, er hat da jetzt sich Luft gegeben. Jetzt schon die Fehler, Popov vor, der die Fehler nicht gemacht hat und hat auch Zeit verloren. Er ist jetzt auch viel am Fehler, am Künstler. Ausgeschieden im ersten Slalom des Winters, Johannes Strolz, dann extrem regelmäßig klassiert, immer auf den Rängen 14 bis 18. Ersten Durchganges Rang 17 nach einem ersten Lauf. Damit ist gesagt, dass es Loic Meyer nicht wirklich wunschgemäß gelaufen ist. In der ersten Hälfte dieses Rennens. Sehr guter Start. Gerne weiter so. Ja, der ist so solid von der Position. Grundposition so solid. Keine Schwierigkeiten durch diese Kombinationen durch. Großer Vorsprung für Meja. Im Vergleich mit dem führenden Samuel Kollega. So jetzt sehr schnelle Fies haben. Viel verloren gegangen in diesem dritten Sektor. Von der Viervertikalen, blöder Stopper-Vicka. Da, wo das Gelände eben schon nicht mehr allzu steil ist, bringt Loic Meyer noch ein bisschen was rot. Ja, unten ist er wieder schneller gewesen. Loic Meyer übernimmt die Spitze, das ist auf jeden Fall ein Schweizer Lichtblick. Irgendein Problem mit seiner Startnummer gehabt zu haben, das ist auf jeden Fall ein Provisorium, das er da bei sich hat. Deshalb trägt er es auch verkehrt herum. Er müsste eigentlich die 19 tragen. Hat er vermutlich verloren. Und verloren hat er auch an Zeit im Vergleich mit Loic Meyer ganz oben. Der zweite Abschnitt war dann sehr gut. Und in diesem Abschnitt hier hat Loic Meyer diesen Bremser drin gehabt. Ja, und jetzt er eben. Jetzt kann er leicht in den Rücklag gehen. Eigentlich das Gefühl, er kann jetzt eher noch etwas holen. Die Rücklage, die ihm auch schon zum Verhängnis geworden ist. Aber jetzt hier. Jetzt nicht mehr so sauber durch wie Loic. Aber gesamthaft. Reicht es um 24 Hundertstel. Wiederum hat dieses Das Warten auf den nächsten Slalom wird dann deutlich kürzer sein. Schon in einer Woche der Slalom dann in Espen. Unterwegs ist Dave Riding. Erste Zwischenzeit. Ja, da liegt er vor Alex Finazzi.
in diesem Bereich des Klassements waren sie im ersten Durchgang ganz eng beieinander klassiert, zeitlich gesehen. Deshalb wird dieser Fehler Dave Riding weit zurückspülen. Aber bravo, Röst. Ich denke gerne in die Zeitlupe, wenn es da schafft, seinen Körper so zu verwenden, dass er nicht aushebelt. Mit 1,30 Rückstand liegt Riding bei dieser Zwischenzeitmessung bereits hinter Tanguy Neve, der 1,10 auf Finazzer eingebüßt hat. Am Ende ist Dave Riding 12. 2 Pole-Stang in den zweiten getragen. Bei seinem Maß war es die 45. Er hier hat sich mit der Startnummer 40 bei schon wirklich schwierigen Pistenbedingungen auf den formidablen 14. Rang gefahren im ersten Durchgang, der nur etwas wert ist, wenn auch ein guter Zweiter gelingt. Da oben sieht es schon mal vielversprechend aus. Man sieht schon, er probiert die Falllinie zu suchen. Schau da, leicht spät. Es ist wirklich das Ziel, dass du beim Tor selber die Richtung geben kannst. Ja, der Rückstand wird leider auch bei Achmoe macht schon grösser. Ja, und er ist ein bisschen am Hüpfen, schafft es nicht, die Beine am Boden zu behalten. Das hat Meyer Loic so super gemacht. Elegant voll angreifen, keine Ahnung. Aber Ramon Zellnhäusern, der kann das theoretisch. Leider ist er arg erkältet, war total ausgepumpt nach dem ersten Durchgang. Hoffentlich reicht die Energie für den zweiten. Sehr früh von der Linie. Das hat er nicht gerne, solche Kombinationen mit viel Tempo. Ja, Schnee ein bisschen weicher geworden, weicher. Mehr Wärme drin. Ramon Zellnhäusern verliert wie die beiden Konkurrenten vor ihm im zweiten Sektor ziemlich viel Zeit. Er hat auch gerade wieder Stopper gehabt. Ja, Schaden in Grenzen halten. Er ist unterwegs in einer schwierigen Saison, immer wieder eingebremst von Rückenschmerzen und kaum sind die einigermaßen im Griff, kommt diese Erkältung. Kein Training die letzten Tage in Sugar Bowl, wo die Schweizer waren. Ein Rückfall im zweiten Durchgang. Ich hohe Startnummer mit der 24. Bei schon gezeichneter Piste einen richtig starken ersten Durchgang gezeigt hat. Es sind schon ein recht radikaler hinten da. Also ich habe Angst, dass der irgendjemand mal das Blau anbrümt. Und auch Ernie verliert im zweiten Sektor. Was ist das jetzt? Ist da jetzt die Piste wirklich so viel schlechter geworden? Weil es sind ja nicht 2/3 Zehntel, die da verloren gehen. Es sind 5, 6, 7. Und dann wieder fast nichts mehr. Unten sind sie alle eng beieinander. 8 Zehntel Zeitverlust oder 9,4 Zehntel Zeitverlust kosten einige Ränge am jeden 24-Jährigen vom Skiclub Courchevel. Nein, nein, der geht ab. Ganz kompakte Körperhaltung. Sehr guter Start. Und wie läuft es jetzt ihm im zweiten Abschnitt? Der riskiert alles und da wird es knapp. Fast am Außentor dort hängen geblieben. Ja, das ist gesagt, die gehen so Risiko. Ja, das hat leider Zeit gekostet. Auch bei ihm verliert er 19. Ja, und Ulina hat der Wienatzer schon souverän gut gefahren. Er nimmt jetzt zwar auch gut Tempo mit. Macht Zeit gut auf Alex Wienatzer. Eins, zweimal Herz. Das wird knapp. Steven Amier. Ganz vorne hin reicht es nicht, aber es ist zwischen Rang 4. Wienatzer, Meyer und Kollega behalten ihre Zwischenränge. Dahinter reiht sich Steven Amier ein. Christopher Jakobsen. Wir sind bei den Top 10 des ersten Durchgangs. Während sich Wienatzer und Meyer angenähert haben. Die beiden Führenden unten. Wie schön der geht. Ja, sehr schnelle Fies. Super. Das Tor kann man ziemlich radikal, ausfahren, ja. Nicht zu eng werden.
verliert nur wenig im zweiten Sektor, wo einige so viel verloren haben. Ausgezeichnet. Die sind gut. Christopher Jakobsen, der greift nach der Führung, holt sich diese Führung. In Palisades Tahoe, der zweite des Slaloms von Kitzbühel. Aus Mills bei Innsbruck. Jetzt unterwegs. Der dritte des Slaloms in Adelboden. Mit Laufbestzeit dort im zweiten Durchgang. Und das wird ganz eng und er fährt jetzt auch außenrum um dieses Tor. Ist ja nicht der Erste. Vor Ort ist die Kollegin von RTS aus der Romandie, wo auch Daniel Juhl herkommt. Der letzte Schweizer in diesem zweiten Durchgang. Ja, und dann noch ein Tordistanz eng zu bleiben, das kurz zu bleiben, das ist das Wichtigste. Und dann wird es auch bei ihm knapp. Nein, dann scheidet Daniel Juhl ebenfalls bei dieser ersten Kombination aus. Was ist so speziell? Da sehen wir nur noch das Ende dieser Kombination. Er prallt dann heftig in dieses Außentor. Das bringt ihn aus dem Rhythmus, um drin zu bleiben. Juhl, Italien, hat Finazzer auf Rang 2. Die Italiener mit einem wunderbaren Befreiungsschlag. Nachdem die Saison wirklich nicht gelaufen ist, er hier auf Rang 17 in der Slalomwertung bestplatzierter Italiener vor diesem Rennen. Und da oben auch ein bisschen hängen geblieben, das eine oder andere Mal. Ja, die Kombination ist wirklich sehenswert. Lässt sich gut austreiben, taktisch gut gewesen. Verliert aber auch eine Sekunde in diesem zweiten Abschnitt. Da steht er nicht alleine. Das ist einigen Konkurrenten auch geschehen. Aber weil er oben schon Zeit eingebüßt hat, liegt er jetzt weit zurück. Tommaso Sala. Und der Rückstand wird größer. Ja, das ist genau bei so einem Lauf. Einfach 1-2 Stundenkilometer weniger hast du als alle anderen. Am Ende sind es 1,18. Und es ist die drittletzte Position. Auf keinen Fall außer Acht lassen. Den 26-jährigen Bauernsohn aus Sölden. Einfach nicht schön fahren jetzt. Lass gehen. So wie es vor Christoffersen gemacht hat. Christopher Jakobsen. Jakobsen. Gut durchgekommen? Ja, aber technisch fast zu sauber. Tatsächlich. Auch von seinem Vorsprung ist nicht mehr allzu viel übrig. Sieht ganz leicht immer so ein Larutsch Anfangskurve dran. Hat durch das die Richtung, was es braucht, aber hat das Tempo. So wie es aussieht, eher nicht im Vergleich mit Jakobsen. Vielleicht mit dem Rest der Konkurrenz auch nicht. Didier Plaschi verwirft die Hände. Ja, es ist ein sehr hart gewesen. Ja, und das kostet Zeit und einen weiteren Rang. Immerhin dritter Zwischenrang für Fabio Gstrein. Dann Linus Strasser. War 1,42 Sekunden schneller als Christoffersen. Da dachten wir, bui, so Christoffersen war doch nicht so gut. Wobei vor allem dann sich herausgestellt hat, dass die Fahrt von Strasser überragend gewesen war. Ja, der hat im ersten Lauf ein Zeichen gemacht, dass er gesehen hat, dass der Schema ein bisschen geschoben hat, dass es schwierig war für ihn zu fahren. Der ganze Vorsprung auf Christopher Jakobsen ist weg. Jetzt er kann es leicht mehr über die Spoiler fahren, hinter uns, was ja beim Wienatzer so super funktioniert hat. Er probiert, man sieht. Ja, 14. lassen sich da unten nicht mehr gut machen. Es ist ein Rückstand von 56 Hundertsteln. Das reicht, um Loic Meyer und Halle hinter den besten Schweizer Rangierten eine Position nach hinten zu rücken. Aber Jörg Strein und damit Österreich im Moment auf dem Podest mit dabei. Und Timon Haugan, der viertschnellste des ersten Durchganges, im zweiten unterwegs. Er kann sich so verlaufen, zentrale Körperposition, die er hat. Taktisch super. Aber er war sicher die schnellste Linie oder die direkteste.
Oh ja, da ist nicht mehr allzu viel übrig. Also jetzt muss auch er irgendeinen Gang oberhalb des bisher benutzten finden. Gut, bisschen was rausgeholt. Skandinavien-Duell. Eieiei, diese Bremser da. Haugan schafft es um 300 Sekunden vor Jakobsen hin. Wäre es natürlich interessant, den Rückstand auf Feller, der vor diesem Rennen ziemlich groß war, verkleinern zu können. Was schwierig ist, weil sich Feller in einer so beneidenswerten Form befindet. Ich bin gespannt, wie er den Längsschwung wird fahren. Ob er drauf geht oder ganz rund bleibt. Gleich wissen wir es. Oben Zeit verloren, eher rund. Schön ausgefahren. Starker zweiter Sektor. Jetzt ist der richtige Fahrt, Manuel Feller. Nein, er ist einer, der über die Spoiler wird gehen. Ja, die Kurven sind gut. Feller ausgezeichnet, die Nummer 1 in der Disziplinenwertung. Wieder brillant gefahren. 3 Podestplätze hat er schon in dieser Saison und es sind alles Siege. In Gurgel, in Adelboden, in Wengen. Auf 3. Loic Meyer als bestplatzierter Schweizer ist jetzt 7. Präsentiert. Etwas, was er hier schon sehr gut kennt. 23 Mal stand Clément Noël bereits auf einem Weltcup-Podest. 10 Mal als Sieger. Ja, der im ersten Lauf schon gekünstelt. Also er ist gewohnt, mit prekären Situationen umzugehen. Der Start gelingt besser als bei Feller. Vorsichtig. Sehr vorsichtig. Durch das Flott hoch. Was heißt das zeitlich? Es heißt, fast der gesamte Vorsprung ist weg. Auch Feller, der da unten gut gefahren ist. Ja, aber schützt der von diesem hier. Appa! Ja, das sind die kleinen Sachen, die sie jetzt ausmachen. Feller bleibt vorn. Dahinter hat es Platz für Clément Noël. Der zum 4. Mal in diesem Winter aufs Podest fährt. Also genau gleich wie Feller. 4. Podestplatz bei ihm. Fehlt der Sieg. Lino Strasser, der steht da noch mit 0 Punkten zu Buche. Also wie wenn er ausscheiden würde, was kaum geschehen wird. Denn Lino Strasser ist nicht nur unglaublich schnell, sondern auch äußerst zuverlässig unterwegs in dieser Saison. Noch ein Minuski. Und jetzt hat er den Rhythmus. Boah, der hat ja gewaltig was draufgepackt. Im ersten Abschnitt. Elegant. Verliert eine halbe Sekunde, bringt aber immer noch eine gewisse Reserve mit in den zweiten Streckenteil oder in die zweite Hälfte dieses zweiten Durchgangs. Uiuiui. Er darf nichts passieren hier. Und das zum Beispiel hätte nicht passieren dürfen. Feller da unten so schnell. Linus Strasser wird Dritter. Und Feller gewinnt schon wieder. Ist damit der erste Österreicher seit Marcel Hirscher vor 5 Jahren, der 4 Slaloms in einem Winter gewinnen kann. Was haben wir uns überlegt, ob nach dem großen, dem übergroßen Marcel Hirscher da nicht irgendein Vakuum entstehen würde? Es schien zunächst so. Aber das ist spätestens seit heute Geschichte. Überhaupt seit dieser fantastischen Saison von Manuel Feller. Der zementiert nicht nur seine Führung im Slalom-Weltcup, er baut sie sogar noch aus auf jetzt fast 200 Punkte. Strasser oben wirklich super gefahren und dann ist auch der Gang irgendein wenig gegangen und er unten am Flachen. Und wieder ein dritter Platz.
Ja, super. Nein, nein, das ist großartig. Lino Strasser ist wie Manuel Feller eine prägende Figur in diesem Winter. Nicht zuletzt deshalb behält er seinen zweiten Rang in der Slalomwertung und es sind sogar gut 200 Punkte Rückstand auf Feller, der sich also eine längere Pause gönnen könnte, Aspen und Kranjska-Gora überspringen könnte, wenn er das wollte, was er nicht wollen wird. Und dann würde er immer noch daheim in Österreich beim letzten Slalom des Winters mit der roten Startnummer antreten. Dermaßen gut ist die Saison von Manuel Feller. Lino Strasser neben seinen beiden Siegen in Kitzbühel und Schladming, dritter Podestplatz in der aktuellen Saison. Und Lemon Noel ist Lino Strasser näher gerückt, liegt noch 34 Punkte hinter den Deutschen auf Rang 3 in der Slalomwertung. Das alles allerdings im langen und breiten Schatten der Nummer 1 in dieser Disziplin. Musik.